I tutaj się zatrzymamy wszyscy i będziemy za momencik. Hier wachsen Säcken. Und das. Zeig mal. Das ist keine Säge. Achtet bitte darauf. Eine Säge hat einen dreieckigen Querschnitt, aber das hier ist rund. Das ist also mit Sicherheit keine Säge. Dort, wo Säcken vorkommen, ist die Umwelt für den Säckenrohrsänger günstig. Versucht ihn durch das Fernglas zu finden. Und ich versuche es mit dem Fernrohr. Dann kann jeder herkommen und ihn sehen. Wisst ihr eigentlich, wie ein Säckenrohrsänger aussieht? Das ist ein kleiner brauner Vogel, der dem Sperling ähnelt. Sehr schön. Ja jestem tutaj osobą przyjezdną. Pojawiłam się półtorej roku. Ich komme nicht aus dieser Region. Als ich anfangs erzählte, dass ich in einem Säckenrohrsängerschutzprojekt arbeite, grinsten viele. Für viele Menschen, die den Säckenrohrsänger gar nicht kannten, war das bis vor kurzem einer der zahlreichen kleinen Vögel. Kein Wunder, dass man staunte, dass wir so viel Geld für seinen Schutz ausgeben wollen. Es stellt sich aber heraus, dass es reicht, den Vogel aus der Nähe zu zeigen und seine tragische Geschichte des Aussterbens zu erzählen, um die Einstellung der Menschen wesentlich zu ändern. Damit sie in diesem Vogel einen liebgewonnenen Nachbarn erkennen, den sie beim Feldarbeiten oft sehen. Die Säckenrohrsänger aus der Birbja-Population haben Kontakt mit dem Rest der Kernpopulation in Weißrussland und in der Ukraine. Im deutsch-polnischen Grenzland kommt eine besondere und stark bedrohte Population vor, die sogenannte pommersche Population. Man hält sie für den Rest der ehemaligen großen mitteleuropäischen Population. Die Zahl der singenden Männchen in diesem Gebiet ist innerhalb der letzten 10 Jahre um das Fünffache gesunken und beträgt heute lediglich ca. 60. Ihr Schutz ist besonders wichtig. Wenn die pommersche Population ausstirbt, verliert die Art den gesamten westlichen Teil seines Verbreitungsgebiets. Dann wird es schwierig sein, die Population im Westen wieder aufzubauen. Einer der letzten Vorkommensorte des Säckenrohrsängers im Westen sind kleine Inseln im Delta des Flusses Swine bei Stettin. Ein Teil von ihnen liegt im Bereich des Wolin-Nationalparks. Ähnlich wie an der Birbja haben die Landwirte die Bewirtschaftung dieser Flächen vor mehreren Jahrzehnten aufgegeben. Die Mehrheit des Gebiets ist mit dichtem Schilf bewachsen. Um den Säckenrohrsänger zu retten, plant man hier extensive Beweidung mit Vieh und entsprechender Maat. Die Säckenrohrsänger aus dem Swine-Delta sind auch von erheblichen und unvorhersehbaren Schwankungen des Wasserniveaus bedroht. Der von der Ostsee her wehende Wind kann jederzeit zur Wasserstauung im Delta führen. Passiert dies während der Brutzeit, kann das gestaute Wasser die Nester der Säckenrohrsänger zerstören. Im Reservat Karchiborska Kępa, der polnischen Gesellschaft zum Schutz der Vögel, modernisieren die Naturschützer das Meliorationssystem, welches noch vor dem Krieg zur Entwässerung des Gebiets gebaut wurde. Jetzt können je nach Bedarf die Lebensräume des Säckenrohrsängers entwässert oder bewässert werden. Das ist einer der seltenen Fälle, wo die Naturschützer für die Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Meliorationsinfrastruktur sorgen. Um den kleinen Säckenrohrsänger zu schützen, nahm man große Maschinen in Betrieb, nutzte die Arbeit von Forschern und Ehrenamtlichen und kooperierte mit der öffentlichen Verwaltung. Jetzt weiß man genau, welche Maßnahmen unternommen werden sollten, um diese Vogelart in jedem Vorkommensgebiet zu schützen. Früher waren das lediglich Vermutungen. Nun kann man schon die ersten Effekte sehen.
Die entwickelte Technologie ermöglicht mechanisches Mähen von Feuchtwiesen, ohne dabei die empfindliche Torfschicht des Niedermoors zu zerstören. Die neuen Agrarumweltprogramme helfen bei der Aufrechterhaltung einer Landschaft, die dem Seggenrohrsänger das Überleben ermöglicht. Jetzt können die Nationalparks ihre Grundstücke an die Landwirte verpachten. Für die Bewirtschaftung, die mit den Schutzbedingungen des Seggenrohrsängers übereinstimmt, werden sie über die Programme bezahlt. Allein im Birbja Nationalpark werden auf diese Art und Weise bereits über 4000 Hektar bewachsener Wiesen aktiv geschützt. Die Verpachtung mehrerer tausend weiterer Hektar ist geplant. Man weiß auch, wie man die Biomasse verwerten kann, die bei der großflächigen Maat der Seggenrohrsängerwiesen anfallen. Nur knapp 2 Jahre nach dem Beginn der aktiven Schutzmaßnahmen im Birbja-Tal haben die Seggenrohrsänger dort bereits über 300 Hektar neuen Lebensraums besetzt, nachdem dort Pflegemaßnahmen durchgeführt worden waren. Das sind Gebiete, die sie vor vielen Jahren verlassen hatten. Die Erfolge sieht man auch auf der Insel Karchibur in der Nähe des OTOP-Reservats Karchiborska Kempa. Dank der Zusammenarbeit mit den Landwirten sind die Seggenrohrsänger dort in das Projektgebiet Sayensche Wengi zurückgekehrt. Die OTOP und ihre Partner beweisen mit dem LIFE-Projekt, dem größten Artenschutzprojekt in Polen, dass die Zusammenarbeit der Naturschützer mit der lokalen Bevölkerung für beide Seiten gewinnbringend ist. Durch den Naturschutz motivierte Investitionen bilden neue Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung. Sowohl die Natur als auch die Menschen profitieren davon.